gefahren bin. Du bist ein Lügner. Max, der kündigt mich. Hast du das besser hinbekommen? Hilfe, Resi greift mich extrem doll an. Oh, hey, good morning. Hey, girl. Wir drehen jetzt gleich Revi gegen Case King. Obviously ist mein Part, dass ich gegen Case King bin. Es gibt am Ende was zu gewinnen. Die Leute, die den Stream gestern gesehen haben, werden wahrscheinlich dann ein Gaming-Setup gewonnen haben. Es ist ganz geil. Ich habe über Nacht einen Pickel bekommen. Hier, siehst du den? Mhm. Süß, ne? Mhm. Oder? Ist ein guter, ne? Mhm. Vielleicht kann man den ein bisschen umranden mit Rot oder so, ja, dass man den ein bisschen besser sieht, weißt du? Oder einfach, dass man das so schminkt, dass es einfach aussieht wie Herpes direkt. Mono, der Trimax hier. Später kommt Max nochmal vorbei. Trimax habe ich wirklich selber gar keinen Bock drauf. Dann werde ich mal versuchen, ob ich es später schaffe, Alex, den Manager von Max, den Autoschlüssel von Max zu nehmen und sein Auto kurzerhand in die Spree zu fahren. Ist gleich. Die haben mir so Handschuhe gegeben, so Sexhandschuhe, damit ich mich nicht immer selber anfasse während der Show im Intimbereich. Was die aber nicht wissen, Baumwolle, das macht mich noch viel geiler tatsächlich als vorher. Ich mach gleich folgendes. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich muss, guck mal hier, so ein Ding da reindrücken. Ich probiere das jetzt einfach einmal. Das sieht gerade keiner, dass ich gerade übe, ne? Das sieht mal aufhören zu üben, bitte. Das ist richtig unfair. Tor! Alles klar. Bin dann jetzt drin, ne? Hi, wir haben jetzt Primetime-Show mit dem Johnny. Hallo, ich freu mich. Du bist richtig hyped, oder? Ja, endlich. Ist dein erster Auftritt hier? Nee, ich habe gestern in Dota die Hamburger weggeklatscht. Du warst es. Ja, natürlich. Trimax ist wieder mit. Trimax, Alter. Hallo. Gleichgeschaltet wie gestern. Let's Moin. Go. Hey, nur so. Okay. Was ist das für eine Uhr? Weiß ich nicht. Wie teuer ist die? Du mich jedes Mal voll wie teuer? Die ist so teuer, er ist so reich. Der hat auch ein GT tatsächlich. Der ist teurer als mein Auto. Ich habe keinen Sender fürs Mikrofon. Alter, kann geil. Ich bei dir mit reinreden? Nein. Okay. Wie war gerade Rainbow? Übel geil. Hast du gewonnen? Ja. Ey, wir müssen mal Rainbow zocken. Wir haben ich habe ja auch mitgespielt. Der Winzer war auch dabei. Hast du gesehen? Ja, du warst. Ich war insane gut, oder? Hä? Ich war abgecarried. Nee. Ach, hier ist die Social Media. Guck mal hier. Hier ist Social Media Corner. Ey, ganz ehrlich, das ist schon ein Gesicht, oder? Da will man sich draufsetzen. Max, sag's doch endlich. Nee, ich weiß nicht. Nee, also du. Alter. Ich war auch gerade beim Sport, ne? Guck mal hier. Was? Jetzt mach du einmal. Nein, bitte, du einmal, bitte einmal, bitte einmal. Was mach ich das denn? Das, das werde ich nicht machen. Das werde ich nicht machen. Das werde ich nicht machen. Ey, ist so massiv. Nein, das ist richtig behaarte Arme auch, ne? Nein. Das ist richtiger Mann. Das sieht man nicht. Wie findest du, guck mal, warte, mein Unterarm ist so dick wie dann. Das ist insane. Da stimmt irgendwas nicht, Alter. Gendefekt. Jetzt Primetime. Wir freuen uns. Primac hat meinen Sender geklaut, das dumme Arschloch. Jetzt hau ich ihm in die Fresse. Also, ich habe gerade gehört, Tobi, was dir eben passiert ist mit meinem Auto. Du hast mir eben gesagt, bin ein bisschen weggerutscht. Ich habe gerade die Originalvariante gehört. Also, ich bin gekommen und da habe ich schon gesehen, oh, Revis Auto, mega geil. Ich rufe so, aber keine Reaktion. Ja. Und dann ging seine Ampel grün und meine auch, deswegen konnte ich rechts abbiegen. Er war vor mir, er machte irgendwie so einen Race-Start in die Kreuzung, in die Kurve rein. Ach so, ja. Ja, ja, ja. Ausgebrochen. Aber ich bin das Auto auch lange gefahren und da ist, ich hab's noch nie gekriegt, dass mir das Heck ausbricht. Das ist ja Allrad. Ja, aber ey, du weißt schon, dass ich dir das, bevor Max ankam, erzählt habe. Ja, du hast aber gesagt, bin ein bisschen. Nein, nein, du weißt, dass ich die Story erzählt habe. Ich hab dir gefragt, bist du Sport Plus gefahren, habe ich gefragt. Hast du gesagt, nee, ich bin Komfort Race Start hast du wahrscheinlich gemacht. Hallo. Im Komfortmodus gibt's einen Race Start. Das war, bevor ich überhaupt losgefahren bin. Du bist ein Lügner. Max, löse es bitte auf. Das? Der kündigt mich. Du kriegst den Schlüssel nicht mehr. Nur Race Start auf abgesperrten Strecken und wenn alles frei ist und nicht in Kurven, in Kreuzungen rein. Als ob ich alleine Race Start in die Kurve reinmache. Weißt du, was der immer macht? Ja? Der nimmt sich immer mein Auto, fährt die Shisha-Bars in Köln ab und immer hupen. Ja. Hier, die Lara. Lara. Samira, steigt alle ein. Und das kannst du dir jetzt schön abschminken. Ja, okay. Ne? Können wir einmal Moderatoren-Roadplay machen? Du machst das so peinlich unangenehm. Gamevasion Championship hier, powered by EMP. Wir haben heute vier Kandidaten. Mein Co-Host Max ist auch mit dabei. Max, wie geht's dir heute Abend? Ey, ohne Witz, wenn ich das so cast müsste wie du, ich würde alle Aufträge absagen. Alle. Was ist denn daran schlecht? Dann gib mir eine Moderatorenschule. Was habe ich daran falsch gemacht? Einfach so wie der sein. Na gut, in deinen Videos bist du auch mega verkrampft. Alter, aber ich bin nicht verkrampft. Du sitzt immer so da. Wenn das passiert, ja, mega locker. Ist passiert. Mega locker. Du hast einen Schlaganfall. Scheiß auf Durchzug. Mega lockerer Schlaganfall. Nein, was haben wir denn hier heute? Darfst du nicht sehen. Oh mein Gott, Revi hat geschummelt. Alter. Er hat's gesehen. Dann müssen wir ganz schnell. Ich hol mir jetzt was zu essen. Es kamen zwei Leute her. Sagst du keine. Wenn du es gleich in der Show sagst, steck ich deine Reifen auf.
Das ist ja die Katjana. Sie ist ja heute deine Co-Moderatorin. Ja. Max hat mir gerade gesagt, wie man angeblich richtig moderiert, ohne Emotionen, nicht enthusiastisch, einfach nur da sitzen. Ja, das ganz locker. Er macht das ganz. Ey, guck mal, wenn ich jetzt sage, herzlich willkommen heute zur Game Invasion Championship, powered by EMP. Wir haben 4 arschgeile Kandidaten. Nicht gemacht. Was denn daran unangenehm? Ist doch gut, oder? Ja, ganz gut. Der hat immer den Mund offen stehen. Genau das, der ist ein Roboter. Kennst Trimax noch gar nicht. Du kennst Trimax gar nicht, ne? Der ist so langweilig, oder? Der ist kacke in jedem Game und langweilig. Der ist so krass, ey. Vorhin schon mal ein Briefing gehabt, ja? Du warst nicht dabei, aber es hieß so, ja, du bist ja mittelmäßig. Guck mal, das Ding ist, du musst dir wirklich keine Sorgen machen, dass Maxi dazwischen redet, weil der redet gar nicht. Der sitzt da und sagt dann immer so Sachen wie immer so Floskeln, so, oh, das war stark. Ja, strong, das hat er gut gemacht, sowas ist Max. Ich werde auf jeden Fall nicht ins Wort fallen. Nee. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Oh nein. Wieder heils. Scheiß drauf, ey. Und ich esse eine Tofu-Wurst. Der Löffel ist heiß. Was ist denn das für ein Fehlkunst? Was stehst du hier so rum? Kann ich dir irgendwas bringen oder willst du irgendwas? Ich finde doch jede Scheiße, oder? Ja, zum Beispiel dich. Also übertreiben musst du auch nicht, ne? Das ist Gamescom-Ernährung. So, Max, ich probiere jetzt die Wurst. Ne, mit absolut ekelhaft, wirklich. Show geht jetzt los. Championship. Henno, Maxim und Simon. Simon von Rocket Beans, kennt man ja auch, ne? Ja. Wo liegen deine Stärken? ich glaube da, bei der Tanzmattennummer. Das mit einer ganzen rumtreten, ja. Auf den Boden treten, das kann ich. Ich habe nur eben gesehen, dass die draußen richtig seltsam irgendwie so ein Planschbecken mit Schleim und Marmelade gefüllt haben, mit so einem Kran, mit einem Sprungbrett oben und wir sollen da wohl... Aber wir werden sehen. War das so ein Feuerring? Feuer. Vielleicht war das auch Säule. Es war krass, da war auch draußen tatsächlich ein brennender Delfin, ja. Der auf dem Skateboard rumgefahren ist. Die haben mir erzählt, das wäre für die nächste Show. Die haben mir erzählt, das wäre für morgen. Das ist für heute? Nee, das ist für heute und Trimax isst den später in einem Stück. Schmeckt ein bisschen nussig irgendwie, gell? Wir machen jetzt mal ganz kurz die Aufstellung. Es geht in wenigen Minuten, Sekunden los. Maxime ist auch mit dabei. Du hast ein Jahr Sport gemacht, oder Maxim? Ich habe Sport gemacht. Peinlicher Fortschritt. Wir fangen an, bis gleich. War ich immer sehr gut. Lego-Steine essen. Guter Wagen, Digga. Es geht mir nicht um den Punkt, sondern es geht mir darum, dass ich beim Lego-Bauen verloren habe, weil Lego ist meine heimliche Passion, wirklich. Nach Neuwertung der Jury ist es dann tatsächlich so, dass ich doch meine Trophäe entgegennehmen durfte. Den Bombenpreis für die beste Bombe im Game. Das war's vom heutigen Tage. Wir machen uns morgen wieder auf nach Spandau. Hamburg. Bis morgen in Hamburg. Das ist Content. Das ist Content. Dürfen wir hier vor eurer Haustür filmen? Cool, nee, dann gehen wir mal rein. Wir spielen nämlich heute Abend Pen and Paper. Es geht bei Pen and Paper darum, die meisten Stifte und das meiste Papier zu essen. Genau, no, es ist so ein Malwettbewerb. Nee, Essen, Wettessen. Ach ja, Esspapier, ne? Nee, und normales, Stifte essen. Normales Papier. Und Wachsmaler essen. Wachsmalstifte essen. Abstand halten, Penner. Wir gehen rein. Das ist Eddies Karre, oder? Ah, Ehre. Tja, Trimax.
Ich hab meinen Arsch wieder auf dein Auto gemacht. Schon wieder? Mhm. Nice. Das ist ein mega guter Gag. Das habe ich aber gepackt. Warum sind hier nur noch Bounties? You versus the boy, not to worry about worry. Der Witz ist angekommen. Das bin ich. Nach 10 Jahren Christmas. Das ist mein Charaktersheet. Mein Name, der steht hier noch nicht, aber der ist Craig McMeth. Und ich habe ganz tolle Ausrüstungsgegenstände dabei. Ich habe denen das Bild geschickt. Das wollte ich sein. Dann haben die das draus gemacht. Ich habe den Bild von mir geschickt, das wollte ich nicht sein. Und dann haben die das draus gemacht. Sehr, sehr köstlich. Hast du meine Snackbox? Nein, ich habe mir 2 Stück mitgebracht. Jeder sollte sich eine eigene mitbringen. Wo ist deine? Ich glaube, das ist meine. Das ist nicht deine. Deine steht bei Max. Du kannst gerne meine haben, wenn du möchtest. Das ist meine. Moment, was? Ja. Okay, wir würfeln um die Snackbox. Komm. Wenn ich eine 4 würfel... Also. 6, meine. Nein! Was ist Pen and Paper? Pen and Paper ist im Endeffekt wie ein ganz normales Videospiel, allerdings ohne das Video. Ja, plötzlich merkst du, Rüdiger, wie Kälte in deinen Körper zieht. Du plötzlich ganz, ganz... Au, mein Bauch ist doch hier. Ihr steht alle noch. Wer braucht's mal? Du machst einen Hagel mit Nagel und wir gehen ran in den Nahkampf und... Der Nagelhagel? Nagel sie weg! Was? Nagelhagel! Und du schießt? Ja. Hey Leute, wir sind auf jeden Fall durch mit dem Pen and Paper. Das war das erste Mal für mich und ich fühle mich jetzt immer noch so, als wäre ich in dieser Welt gefangen. Genau davor, wo ich Angst hatte, dass ich nicht mehr loslassen kann. Ich vermisse meine Tochter. Naja, das Ende, das VOD davon ist natürlich in der Videobeschreibung auch verlinkt. Das ist sehr, sehr stark gewesen. Hat richtig Bock gemacht. Wir sind an der Stelle auch mit diesem Vlog durch. Ich glaube, ich bin Trimax ordentlich auf den Nerven gegangen. Und das war's auch von der Gamevasion. Zumindest Vlog-Technik. Morgen geht's, also beziehungsweise am heutigen Tage, wo dieses Video rauskommt, geht's nochmal richtig fett um Back, ja. Letzter Tag heute. Schaltet auf jeden Fall auf meinem Twitch-Kanal gerne vorbei. Vielen Dank für das positive Feedback zu diesem ganzen Event und den Support von allen Seiten aus Hamburg. Spannend auch von euch, von der Community, von den anderen Communities. Grüßt seid ihr alle. Und wir sehen uns.